Nein, Freunde, hallo, willkommen zu Let's Stream Crash Bandicoot. Mein Name ist Tomate, gepresst und auch gequetscht. Wer ist denn das hier? Onja. Onja? Geschüttelt Serviette oder was? Wumperfrucht. Wumperfruchtsaft. Das? Hydropi. Gut, und das? Eigentlich nicht. Ach, super. Wir spielen heute das Spiel, die Premiere von unserem schönsten Premierministerspiel. Crash Bandicoot ist gut. Wir starten das Spiel, wir wechseln uns ab. Wer mag anfangen? Ich. Okay. Ich mag den Intro. Ja, schauen wir uns das an. Das ist nicht schlecht. Viel zu sehr. Weil dieses Intro, wow. Viel zu sehr. Der Cortex wurde besiegt im letzten Part. Ja. Und jetzt sagt er, Kristall. Na klar. Ja, lass ihn sprechen. Ich wollte die Synchro hören. Man hört das aber eh nicht im Stream, oder? Ein Jahr später. Später. Schau, die sind so wie wir, die kennen keine Umgebung. Ja, schade. Hört man das? Ich glaube nicht. Nein, das hört man sicher nicht. Auf jeden Fall, ich erkläre mal, was los ist. Die Cortex Vortex, die neue Geheimwaffe von Dr. Neo Cortex, wird gebaut. Und hinten ist so ein Typ, siehst du ihn? Habe ich noch nie bemerkt. Ja. Auf jeden Fall, Cortex will die Power der Kristalle verwenden, um die Erde zu retten, dieses Mal. Denn die Erde wird bedroht von einer atomaren Katastrophe. Und Cortex will sie retten. Und er hat keine Verbündeten mehr auf der Erde. Naja, wer kommt da in Frage? Coco, die Schwester von Crash. Nein, Spaß. Eigentlich der Crash. War das jetzt lustig? Findet ihr? Aber, ja? 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 Jetzt geht's. Manchmal. Okay. Dann sag mal, erklär mal das Gameplay. Sag mal, was hier abgeht hier. Ja, es ist ein klassisches Jump and Run. Man kann springen, man kann sich drehen, man kann grätschen. Ja. Ah, du bist jetzt untergefallen. Tot. So, ja, du bist tot. Ich kann weiterspielen. Ich sag mal, was hier los ist. Ja. Man kann jetzt springen, man kann sich drehen, grätschen, ja, alles kann man. Und ganz neu, der Bauchfleck. Ich habe ihn mir genannt Bauchklatscher. Dummer Name eigentlich. Aber naja, Fleck ist auch nicht besser. Schinkenfleckerl, wer will? Niemand. Aber jetzt erklär mal die Advanced Moves, die Crash. Die Advanced Moves, die Crash kann. Yeah. Es gibt einen super geheimen Speedrun-Move, er heißt vertikales Drehen. Man muss grätschen, sich dann drehen und Crash dreht sich vertikal. Advanced. So, gibt's noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ja, also ich glaube eigentlich nicht. Das ist jetzt nicht advanced, aber du kannst ja aus dem Grätschen gleich springen. Oh ja, man kann aus dem Grätschen gleich springen. Und yeah, man kann sich ducken und krabbeln. Wow, was ist das? Okay. Und auch teilweise rückwärts, wenn man sehr gut ist. Und dann sehr hoch springen. Naja, das ist eben der Crash Bandicoot. Ihr kennt ihn noch? Ihr kennt ihn noch aus dem ersten Teil? Ja! Ja. Ich Crash. Nicht. Und okay, jetzt. Ja. Du musst da jetzt, du weißt, du darfst dich jetzt nicht fangen lassen. Okay, hier ist eine sehr schwierige Stelle. Du bist ja ein freier Beuteldachs, oder? Aber es gibt einen Glitch, wie man das überspringen kann. Achtung! Versaut. Tja. Das war der erste Level. Wer mag jetzt? Du. Oh, ich versuch's. Jetzt kommt einmal die Cutscene erstmal. Weil die ist super, die ist wirklich super. Hier kommt Dr. Cortex. So. Wenn das nicht Crash ist. Willkommen. Ich bitte um Entschuldigung für meine Methoden, aber einer schriftlichen Einladung wird wohl kaum gefolgt. Ich brauche deine Hilfe. Um dich herum siehst du fünf Türen. Hinter jeder Tür liegt ein gut versteckter Kristall. So sehen die Kristalle aus. Hol mir die Kristalle, Crash. Mir werde ich im Augenblick nicht sagen. Wir sprechen uns später. So, Zuschauer. Sammeln wir die Kristalle nicht? Ich glaube, der Quell hat Flöhe, der kratzt sich so. Das ist ja traurig. Also, du kannst jetzt den Level selbst aussuchen. Wir haben Turtle Woods. Ja. Wir haben Snow Go. Hang-Aid. Hang-Aid, cool. The Pits. Und Crash Dash. Also, ich würde mit Snow Go. Gute Wahl, denn das ist einer der klassischsten Levels. Unsere Zuschauerzahl hat sich halbiert. Meinungen? Nein. Meinungen? Nein. Weil Cortex war zu langweilig. Ja. Es hat unser Kommentar gefehlt. Ich glaube, Cortex war es höchstpersönlich. Ja, das war halt der Cord. Der Cord. Schau, hier hast du eine neue Kistenart. Das hier ist eine Nitro-Kiste. Wenn du die berührst, bist du tot. Cool. Viereck! Knapp. Ja. Das ist der Akku. Muss ich TNT zerstören? Damit ja, dann? Musst du. Ja, aber das geht in dem Level noch nicht, oder? Doch. Sicher nicht, da gibt's ja die Bonus und alles. Oder? Sicher nicht, gibt's ja die Bonus und alles. Das sind hier nicht auch Früchte? Wumperfrüchte, Wumperfrüchte. Ja, ich hab extra Früchte gesagt. Ja, aber das Wumper ist auch wichtig. Nein, TNT ist nie was. Besser als F. Nein.
Wow. Oh. Man soll zu Crash auch Beutelratte sagen und nichts anderes. Ja, aber kann man auch Beuteldachs sagen oder ist das verboten? Dachs? Dachs? Nein, nicht nur Dachs, Beuteldachs. Beuteldachs. Ich habe schon mal gehört, Wüstenfuchs und alles Mögliche. Wüstenrennmann. Es ist, ja, bitte gib mir die Hülle von Crash 1 her. Das ist so lustig übersetzt, okay. Ich muss das vorlesen. Da. Oder liest du vor? Da, wir haben das Spiel. Ja, das ist der erste Teil, ist nicht das Wichtige. Aber, ja. Das ist hier urlustig geschrieben. Das Lustige ist, wenn du hier grätschst, auf dann bist ins so Gefecht. Mit dem Mann. Hyperaktiven von Insel zu Insel Wüstenfuchs. Okay. Von Insel zu Insel Wüstenfuchs. Echt? Das steht da? Ja. Witzig. Auf ins Gefecht mit dem Hyperaktiven von Insel zu Insel Wüstenfuchs. Ah. Der Beuteldachs-Crash. Ja, ja. Na, was sag ich dir? Hm? Wüstenfuchs Beuteldachs-Crash Bandicoot. Er ist aber eine Beutelratte, okay? Gib mal die Hülle vom 2. Meine Güte. Schauen, ob die da schon einen besseren Übersetzer angeheuert haben. Crash 2. Ja, das haben wir. Was spielen wir hier? Ich habe gehört, man kann die One-Ups wegschlagen. Ja, mach das. Und das würde ich dir nicht empfehlen. Du kannst auch die Wumperfrüchte wegschlagen, wenn dir danach ist. Aber auch den Aquaku kann man wegschlagen. In dem Teil geht das nicht. Nee. Ja. Weil Aqua, das haben sie raus. Nice. Jetzt kommt die Challenge. Wenn du das schaffst, als Kind hatte ich immer Angst vor dieser Stelle. Ich drückte immer die Daumen. Oh. Aber du hattest ja Aqua. Weißt du, wie ich immer die Daumen drück? Gib das zurück. Wie? Ich drück die Daumen, also die meisten Leute drücken die Daumen ja so. Gell? Da haben wir 5 Zuschauer oder sind meine Augen falsch? 5 Zuschauer! Oh. Das ist gut. Das schafft nicht denn jeder Streamer. Na klar. Check. Checkpoint. Point. So, ich drücke die Daumen immer nach so oben. Aber dann kannst du nur einen drücken, oder? Nein, ich drücke beide. Oh, okay. Die clever. Die Technik kannte ich noch. Die Challenge. Und damit jetzt mal eine Frage in den Raum geworfen wird. Ja. Was haltet ihr? Oh, oh. Oh. Oh, japanische Mörderszene haben wir hier. Nein. So, aber das ist, Neko ist dran. Die Japaner haben das hier falsch verstanden. Wie spielt man denn? So. X springen, Vierk drehen, Kreis kriechen. Ja. Athen, Griechen. Verstehst du? Athen, Griechen, ja. Aber in Japan wurde das ja zensiert, wo er so platt gedrückt ist. Genau. Weil die hatten einen Mörder, der hat nur die Schuhe und den Kopf zurückgelassen. Genau. Wow, okay, das ist schon mal creepypasta. Aber, aber es ist ja nicht nur der Kopf und die Schuhe, es soll ja sein, dass er zusammengequetscht ist, oder? Ja. Der Körper ist noch immer da, aber sehr dünn. Mhm. Das haben die Japaner nicht verstanden. Wir haben das mal wieder nicht verstanden. Was haltet, hast du es weggeschlagen? Was haltet ihr? Ja. Aber die leben niemals wegschlagen. Japanische Mörder-Szene. Eine Frage jetzt. Ja. Und bitte antwortet mir. Okay. Ja, sag. In Detail. Ja. Was haltet ihr von der Togo-Serie Fingertips? Also das ist... Ja, richtig, das ist ein böser Rivale. Zu Art Attack. Zu Art Attack und ja. Forge Express zugleich. Ups, wie Crystal Jam. Das ist ja, eigentlich müsste man da eine andere Route gehen, aber irgendwie geht es. Es gibt einen Glitch, dass du ihn gleich von da oben, gell? Nein. Soll ich dir zeigen, wie es geht? Von da musst du sie so irgendwie hinstellen. Wenn du willst, zeige ich dir, wie es geht. Ja, zeig. Soll ich ihn wirklich schon holen? Ja, wir sind so drauf. Okay. Den Glitch. Speed rein. Schau, eigentlich musst du einfach nur... Warte. Ja. Ja, einfach springen. Wow! Okay, das war hoch, aber... Man kann ihn so kriegen. Ja, okay. Aber ich will ihn nicht kriegen. Vorbei. Ja, eh nicht. Wir holen ihn richtig. Wir sind ja nicht so drauf. Eh nicht. 4 Zuseher! Ja! Ja, weil du glitschst. Hallo! Na und? Hallo. Lass mich bitte in Ruhe mit deinen Glitches! Man nennt mich auch Glitches Glitch. Ich habe in Crash 1 schon die ersten Glitches gezeigt. Bonus! Bonus! Da habe ich immer so ein Lied gehabt, wie ich 5 war. Es ging so... Bonus Rundus, siebter in Rundus, Bonus Rundus, siebter da, Bonus Rundus. Entschuldigung. Das war von Panda. Ja, brauchst du nicht erwähnen. Das weiß jeder. Meine Güte. Pandi Ost ist das? Ja. Von welchem? Von dem Sky? Na, vom ersten Teil, Titelschirm. Ach so. Okay. Die Musik, so gut, hätte sie weg. Danke, dass du so schnell spielst, die Bonus. Mal wieder typisch. 3 Zuseher, danke! Danke! Super. Na toll. Ach, meine Güte, Mensch, Mann. Aber. Bonus. Markus. Markus? Ja. Der Let's Play Markus. Ich hab da das Secret. Kenn ich nicht. Bitte erklär das einmal.
Also das ist so ein... Ich habe ihn selbst noch nicht so gesehen, aber okay. Ich wurde sehr aufmerksam von ihm gemacht, von solchen Leuten. Liegen lassen? Bist du dumm? Nein. Aus dem Forum. Okay. Ja, und welches Forum denn? Das Forum. Das Forum? www.brownies.de. Da gibt es übrigens auch einen Glitch. Soll ich ihn machen? Nein! Wie geht es gibt hier einen Glitch. Wenn man 10 Minuten lang auf der Kiste springt und dann auf die Robbe, dann hast du 100%. Ja. Apropos 10 Minuten. Es gibt so auf... Bei dem Spiel Sonic CD, aha, wenn man 3 Minuten lang nichts drückt, dann stirbt Sonic und begeht Selbstmord. Ja, genau. Ich weiß. Ja, weil die Zeit dann aus ist. Nein. Er springt einfach runter. Bei Sonic gibt es ja keine Zeit. Bei Sonic zählt die Zeit immer nach oben. Ach so, okay. Es gibt ein Zeitlimit. Echt? Siehst du? Ja, 10 Minuten oder so. Ja, ich hab's geschafft. Mit eurer Bravo. Hilfe. Wir sind stolz auf dich und ich danke dir. Bitte. Danke. Jetzt mache ich meinen Lieblingslevel, wenn ihr nichts dagegen habt. Darf ich? Lieblingslevel? Okay. Ja. Okay. Viel Spaß. Ah, hänge. Hey, Crystal. Genau, cool. Genau. Schau, was er jetzt macht, Oh, der tanzt. Zack. Jetzt drehe ich. Bam. Ha. Wow. Wie Crash-Tanz. Und wer kommt jetzt? Der? Vortex. Oh Gott, jetzt. Er sagt uns jetzt, wir sind toll, wir haben eine Beutelratte und einen Turtle Woods. Okay. Der oben die Kamera zeigt das. Die Kamera war ja noch böse. Oh, ja. Sorry. Was soll denn das hier? Das ist eine Zumutung. Und die Kamera? Die war ja ein normaler Feind im Ja, Einsatz. Aber jetzt ist es so eine Requisite. Danke für das Trivia. Und wegen dir. Wegen dir haben wir zwei Zuseher. Nein, das ist. Da ist jetzt noch Coco. Das ist erst später. Sie sagt uns. Hallo Kinder, wie geht's euch und so? Hallo Kinder. Keine Ahnung, was wirklich hängt. Ich hab gedacht, du lügst mich an. Ich lüge niemals. Das ist Schnee. Bitte behaupte sowas nicht. Nein, am Schluss von Hängt, dann kommt immer ja, der Schnee. Das Easter Egg, ich werde es euch dann schon zeigen. Was steht denn auf deiner Tür? Ja, da ist keine, geh zurück. Ah, da ist danke fürs Erwähnen. Da ist Moos. Ja, geh weiter. Ja, da ist Moor. Wow, Skip! Wow. Skip, hast du es gesehen? Skippy. Wer kennt noch Skippy, der Walfisch? Der Waldfisch. Der Waldfisch? Ich mach jetzt einen Speedrun. Wow, weil das ist das, was die Leute Zeit, sehen da wollen die auf Zeit. Twitch, Speedrun, das ist es doch. Wir haben noch zwei Zuschauer. Ja. Tja. Ja, aber danke. Super gemacht. Au! Hier, komm, du kannst auch Turbo machen mit dem Ding. Turbo. Was glaubst du? Du kreist, da kannst du Turbo machen. Okay. Wow. Das hast du jetzt von deinem Turbo. Hast du dich falsch eingepackt? Willst du hier mit nicht die Bonus. Turbo hast? Du willst ja die Zeit. Nein! Ich will nicht die Zeit. Lass mich spielen, wie ich will, okay. Wenn du dann dran bist. Kannst Bonus. Du spielen, wie du willst. Die Bonus erinnert nicht nur mich an die Bonus-Levels aus Crash 1. Oder? Die Mehrzahl von... Wow. Au. Was ist die Mehrzahl von Bonus? Bonüsse. Boni! Entschuldigung. Nicht, ja genau, Boni. Da bin ich getauscht. Vertauscht. 4 Zuseher! Ja. Du bist mein Held! Junge, du hast es geschafft! Sehr gut. Okay, also Leute, hier in der Zuschauer, auf der Tribüne, was ist euer Lieblings-Crash-Teil? Was, wo ist die Tribüne? Ist die Tribüne da draußen oder da? Was ist oder fragst du an alle? Ich frage an alle, alle, die hier dabei sind, beteiligt, an diesem wunderschönen Let's Play, was? Angehaucht von einem Speedrun, nicht wirklich, Schneckentempo-Run, wer will es schon wissen? Schau, es kommt, es gibt mein Trick, mein eigen erfundener Trick aus der Kindheit. Wow! Super gemacht! Like a boss! Okay, ich. Jetzt muss das 5 Z. 5 zu sehr! Natürlich, wenn du spielst! 5 zu sehr! Also dann gib dein Bestes. Dann schau, dass das Z wieder einen Sturm auslöst! Verstehe ich nicht, wieso? Aber. Das war eine Anspielung an Traffic Law, One Piece, kennst du nicht? Traffic Law! Traffic. Die Ampelschutzgesetz. Ach so, du meinst Z bestreben, oder? Nein, Z war jetzt die Pointe, das Ersatzstilmittel zum D. Ach so. Monkey D. Ruffy. Ja, ja, okay, aber ich verstehe Edward es immer nicht. Ja. Okay, ich will diesen Trick nicht probieren. Aber du kannst ihn probieren. Ich weiß nicht, wie der geht. Ich weiß, du kannst es schaffen, Charles. Was denn Skip? Nein, mach's nicht. Hey, ich mach's. Fliegst du noch ins Wasser. Okay, wie ihr wollt. Jetzt, schau, zwei Zuseher weg. Warum? Weil du es nicht mehr probiert hast. Du musst wieder zurückspringen, du musst noch. Nein.
Aber ich die sind jetzt schon weg, oder? Ja. Was ist aber das? Whitebeard hat gar keinen Teamnamen. Whitebeard! Ich muss noch drauf doch, gehen. Etwa die New Gate. Was jetzt? Echt? Achso, das ist der Motor. Was? Das, das mit Kreis machst du Turbo. Ja. Aber wie lenke ich? Ah. Mit den alten Tasten. Ja. Wow. Nimm alle Kisten mit. Ja. Jetzt muss ich Turbo. Ja. Turbo. Na super. Und mehr zu sehr war. Wow. Jetzt habt ihr es kaputt jetzt, gemacht. Jetzt habt ihr es geschafft. Wow. Jetzt ist es wirklich passiert. Geht's wieder? Kannst du wieder lenken? Nein, noch nicht. Dann. Ich schau mir das mal genau. Okay. Na, habt ihr währenddessen, ich habe meinen Zettel dabei. Lies und einfach mal was vor davon. Wow. Ja, okay, Punkt 1 ist Juhu T-Mobile. Das ist so ein. Geht. Sehr gut, ich habe es kurz rumgeklickt und wieder hier. Gut, so Juhu? Ja, Juhu von T-Mobile. Du meinst diese Werbung? Ja. Wo sich tatsächlich ein Mann und eine Frau streiten und der Mann sagt dann einfach Juhu. Nein, sagt so ganz emotionslos. Ich weiß. Juhu. Ich weiß, ich glaube, die freuen sich gar nicht. Die wurden da gezwungen, ja, diese Werbung zu machen. Ja, genau. Ich glaube echt, dass das irgendwie jetzt Sarkasmus ist von dem Mann. Dass er das Juhu sagt. Ich glaube eigentlich Ironie sozusagen. Also, das heißt, er freut sich überhaupt nicht. Ja. Aber jetzt kommt's. Schau, Istek, bleib kurz stehen. Das ist doch hier Schnee, oder? Das Weiße da? Was soll denn das sonst sein, wenn das nicht Schnee ist? Nein, das da? Ist Schaum. Das ist kein Schaum, das ist Schnee. Das ist Schnee, oder? Da liegt das. Ist doch Schnee, oder? Das ist Schnee. Was da, ist das? Das ist Schnee. Das ist Schnee, oder? Okay. Es ist Schnee. Es ist Schnee. Es war schon immer Schnee. Ja? Du hast es mir früher nicht geglaubt. Das heißt bei der T-Mobile-Werbung, da wollen sie ihren Hass an T-Mobile aussprechen. Wie viele Kisten du verpasst hast. Sehr viele. Ja. Aber man kann nichts machen. Da ja. Kann man eh noch nicht alle. Soll ich nochmal zurückgehen und alle wollen? Nein, das geht noch gar nicht. Da brauchst du erst den Blau. Blue Gem. Crystal Gem. Crystal Gem. Bin ich eigentlich jetzt dran, wenn jemand das Level schafft? Ja, Elvis Presley, du bist dran. Elvis Presley. Okay, das zweite Thema war VIP Reborn Now at that Spielestation Netzwerk, habe ich hier geschrieben. Es gibt VIP Reborn Now. Bio! Er sagt uns, wenn wir Kristalle sammeln, sind wir den Kopf kurz. Wir sollen die Gems sammeln. Die Crystal Gems, kennst du schon? Ja. Und wir müssen sie sammeln. Und wenn wir das gut machen, kriegen wir am Schluss das gute Ende vom Spiel. Also sammelt's die Leute. Also ist der Brio jetzt auch gut oder böse? Zwei zu sehr? Ja, warum wegen dem Brio? Ja, ich drück ihn weg. Ja. Brio, drei Leben. Ich erklär's euch. Brio. Der Brio? Ja, ich wollte was anderes. Der Brio? War ja im ersten Teil noch böse, okay? Ja. Aber dann ist er mit der Brio-Eisenbahn gefahren und wurde gut durch diesen kindischen Spaß, ganz unschuldig, wurde er halt gut. Und jetzt will er uns helfen, Cortex zu besiegen. Warum? Ja, weiß Cortex, ich nicht. Aber Cortex will ja die Welt retten, habe ich gedacht. Was? Wir sagen ja für ihn die Kristalle, dass ja, sie die Welt retten. Das ist ja die Kontroverse des Spiels, man weiß nicht. Will Brio die Welt retten? Will Cortex die Welt retten? Also wer ist jetzt der guteste Mensch? Versteht ihr? Ja, Crash. Ich habe beide nicht so gut. Ich tippe auf das Gürteltier. Das da? Ja. Da gibt's das Secret. Schau, ja, das wenn man hier einen Bauchklatscher macht, durch den Boden. Das ist die geheime Bonus. Das ist keine Bonus, weil wenn ich sterbe, ja, bin ich. Und das ist der geheime Abschnitt des Levels. Des Levels. Soll ich überhaupt so? Ich mach's einfach kaputt. Wer hat diese Geduld? Ja? Hast schon recht? Ja! Oh. Ich bin in den Kopf gesprungen. Ich bin in den Kopf gesprungen. Na sowas will ich nicht hören, bitte. Schmackiges. Ja. Ja. Also ja, dann habe ich geschrieben, VIP Reborn, dass es jetzt auf PlayStation Network gibt, aber das habe ich schon gesagt. Aber ja. ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gefragt, aber ich habe die Antwort nicht gemerkt. Kann man die CD wieder wechseln? Oder? Ja, das weiß ich nicht. Oder ist das Feature jetzt nicht mehr da? Das weiß ich. Ich finde die ich glaub, auch. Ich glaube schon. Habe ich zumindest gehört. Tot. Dann ist's okay. Ja. Dann ist's okay. Ich find, jetzt geht er runter. Was machst du? Das ist zuerst den Checkpoint, ihr Warmen. Das Gürteltier wird immer kleiner, wenn man es wegschleudert. Ja, sind die entfernt. Ja, das ist der Lieberspektral-Effekt. Ja, es verschwindet einfach in der Wand. Es geht durch die Wand. Das ist meine Theorie zu diesem kontroversen Thema. Ein Geier! Ein Geier! Ein Geier!
So töten ihn die Coolen. Oh, der ich hab ihn jetzt, glaube ich, fast geklitscht. Schau. Gegitscht. Gegitscht, ja, genau. Schau, eigentlich braucht man diese Kiste, um darüber zu kommen, gell? Ja. Ich zerstöre sie, denn ich komme trotzdem rüber. Sehr gut. Hm? Die Abiturkinder. Das ist dir? Oh, das ist schön. Mac. Mag. Pengo. Das war der erste Part von Crash. Willkommen zurück, bald.